Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich bin wirklich aufgeregt. Mein Herz pocht ein bisschen. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen uns jetzt zusammen den Trailer an zum nächsten Julian Bam Hauptvideo. Und ich bin super, super, super gespannt. Erstmal großes Dankeschön an Thomas, an Ju, an das ganze Team, dass ich den Trailer jetzt quasi vorher schon sehen darf und meine Reaction hier schon aufnehmen darf. Vor euch! Ich fühle mich gerade sehr gut, muss ich sagen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Link zum Original ist natürlich ganz oben in der Beschreibung. Aber ich glaube, jeder von euch wird den Trailer schon mindestens einmal gesehen haben. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich werde einfach blind hier reingehen. Der Titel ist noch anders oben. Keine Sorge, der ist natürlich beim richtigen Trailer dann alles richtig. Und Thomas meinte nur, bei 1.07 ungefähr gibt es irgendeine Szene, die wird bei euch im finalen Trailer auch nochmal ein bisschen anders aussehen. Aber ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Ich freue mich einfach. Wir schauen drauf los, so wie immer. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich. Let's go. Wir haben versagt. Nein, tu's nicht! Die Masken haben gewonnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Mond kommt. Oh mein Gott, das Sounddesign ist insane schon. Und John. Was sollen wir nur tun? Stimmt, die letzte Szene, die allerletzte Szene war, dass die Ehrenmänner of the Galaxy geklingelt haben. Und die hatten irgendwas. Die haben irgendwas gemeint, so von wegen, braucht eure Hilfe oder so. Oh mein Gott, stimmt. Was sollen wir nur tun? Wir haben hier ein Paket für. Der mit dem meiner Mund zu tun. Hier, du, nimm meine letzte Bohne. Oh mein Gott! Gut, die Songs aus der Bohne sage weiter. Oh mein Gott, Bro! Holy shit! Du, nimm meine letzte Bohne! Wer seid ihr? Was wollt ihr von uns? Oh mein Gott! Wir haben eine lange Reise hinter uns, um dieses Paket... Bro, wie krass! Wir haben noch nie so große offene Szenen gesehen bei Ehrenmann of the Galaxy. Also das sieht halt wirklich aus wie aus so einer Star Trek Serie oder so von den Sets her. Checkt ihr, was ich meine? Das ist so krass. Ey, dieses Schiebetür erinnert mich auch sehr an das Dead Adam Musikvideo. Das hat ja auch Sean gedreht, soweit ich weiß. Und dieses Set, das erinnert mich sehr daran gerade. Krass. Um dieses Paket abzuliefern. Captain, wir sind in der Vergangenheit gelandet. 1000 Jahre in der Vergangenheit. Krasser Mindfuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Mond will die Welt zerstören. Und vielleicht ist irgendwas im Paket drin, was für uns strategisch von Vorteil ist. Unsere Schutzschilde sind deaktiviert worden. Ey, cool. Wir brauchen eure Hilfe. Und das Stichwort, Miami. Nein, warte. Sofort stoppen. Ich brauch mehr. Bro, das sieht nach dem größten Video ever aus. Nach dem aller größten Video ever. Erstmal, ey, schönes Standbild. Shoutouts an Curly auf jeden Fall. Ich liebe den Mann. Ich liebe den Mann wirklich sehr. Ey, wir haben eben gerade, es tut mir leid, ich will gar nicht der Guy sein, der jetzt so viel zurückspulen muss. Aber, ey, Bro, wir haben hier, nur dass ihr es gesehen habt natürlich, ne? Attention for detail, Freunde. Der Mann im Mond will die Welt zerstören. Und Bro, der Mann im Mond sieht so krass aus. Der Mann im Mond sieht so krass aus, finde ich. Sie haben echt einfach den originalen Avatar-Aang-Schauspieler gecastet, gefühlt. Bro, ich sehe jetzt gerade erst die Masken da hinten. Die Masken, die gefallenen Masken, eine gefallene Robe. Bro. Und vielleicht ist irgendwas im Paket drin, was für uns strategisch von Vorteil ist. Unsere Schutzschilde sind deaktiviert worden. Krass. Wir brauchen eure Hilfe. Und das Stichwort, Miami. Nein, warte! Sofort stoppen! Ich brauch mehr davon. Ah, okay, das war die Weltraumszene, die sie gerade meinten. Aber die sah jetzt schon krass aus. Wow! Ein Kumpel vom Planeten Yunaron. Tracer könnte überall sein. Du hast was gefunden. Lieutenant wow, Rose. Wie krass! Bella Porch, Bro! Bella Porch! Oh mein Gott! Bro, wie krass! Ich habe eben schon Younes, habe ich schon gesehen, als Gastauftritt. Ansonsten erkenne ich hier leider keinen gerade so wirklich. Vince ist natürlich am Start. Geil, mit diesem Auge da noch. Schaut mal! Das sieht nach dem allergrößten Video ever aus. Und ganz kurz, wie lässig sitzt Ju in diesem Stuhl, als ob er Captain seit 20 Jahren schon ist? Krass. Lieutenant Rose! Fuck!
geil. Der Mann im Mond. Insane. Es hat gerade erst begonnen. Oh mein Gott. Bro, alle Stränge laufen zusammen. Es ist so verrückt. Es ist so verrückt. Jedes einzelne Hauptvideo, jedes einzelne Franchise, könnte man schon fast sagen, was wir alle verfolgt haben über die letzten, keine Ahnung wie viele Jahre, strickt sich jetzt langsam zu und führt sich zusammen. Das, worauf wir alle gewartet haben, passiert jetzt finally. Es ist so krass, wie viele Leute daran mitgewirkt haben und wer alles dabei ist. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch alle Videos nochmal an, bevor ihr dieses neue Video schaut, weil dann checkt man eigentlich alles erst, habe ich das Gefühl. Wie krass. Boah, wie krass ist das, Mann? Holy shit. Ich habe gefühlt, den Trailer hätte ich dreimal sehen können und ich würde noch nicht alles checken, glaube ich. Was da allein jetzt schon an Easter Eggs drin war. Dieser Shot sieht so geisteskrank aus. Bro, das sieht so insane aus, dieser Shot, finde ich. Also wirklich, der sieht sehr, 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 sehr krass aus. Ansonsten fand ich auch die Szene im Supermarkt cool. Da habe ich hier direkt Drew's Dad habe ich direkt gesehen. Und so offene Szenen, das ist so schwer, sowas zu drehen, ne? Und das sieht so geil aus. Boah, es wirkt alles nochmal größer, krasser, aufwendiger und spektakulärer. Ich bin so unfassbar gespannt. Ich will das Video nicht länger machen, als es sein muss, Freunde, ja? Ich hoffe, ihr habt den Trailer auch so genossen wie ich gerade. Ich bin echt voll geschwitzt und außer Atem gefühlt. Lasst mich eure Theorie und eure Lieblingsszene aus dem Trailer gerne in den Kommentaren stehen. Und dann würde ich sagen, schauen wir auf jeden Fall, sobald wir können, das neueste Hauptvideo. Vielen Dank an Ju, an Thomas, an das ganze Team, dass ich hier reinschauen durfte vorab quasi schon. Und vielen Dank echt auch an euch einfach alle, dass ihr so etwas Geiles für uns macht, ja. Ich freue mich sehr. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.